Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von GTA 4. Beim letzten Mal hatte ich einen ganz kleinen Blackout, aber diesen Luxus hatte ich erst danach. Aber nein, was ich eher hatte, war ein Peugeot 308 GTE, dessen Handling-Line extrem, ja sagen wir mal nett, schwerfällig war. Ich meine, ich habe ja nichts gegen Fahrzeuge, die maximal 100 fahren, aber ich meine, das war das gleiche wie mit dem, glaub, Chevrolet Suburban, Z28, ich bin mir nicht mehr sicher, oder ein, ach was weiß ich, ich glaube ZL1, nein, ZL1 war die Camaro, scheiße, wisst was, egal, auf jeden Fall, ich hatte schon mal ein paar Erfahrungen mit solchen Handling Lines, aber das beim letzten Mal war auch sowas Neues. Ich meine, beim Ford GT, den ich mal hier hinzugefügt habe, ist es ja kein neuer Fakt, dass man mit 100 km/h gleich vergessen kann zu bremsen, weil das sollte man sich eher in Betracht ziehen, eine Wand, naja, dagegen zu fahren, aber das jetzt auch erstmal dazu später. Nun ja, Leute, wenn dieser, das ist mir heute erstaunlich oft passiert, und zwar, ja Gott, hört auf! Okay, es tut mir leid, dass ich zwei Minuten drauf gefahren bin, aber ich sehe nicht wirklich was. Und gerade eben so fahren will ich auch nicht, weil es behindert aussieht. Zumindest wie ich finde. So sieht es aber auch nicht gerade eben besser aus, aber ja, nicht auch mal interessant, mal wieder so zu fahren. Aber keine Sorge, mache ich ja mal nicht wieder. Domestic Disturbance in South Bohan. Und Missing Textures, die wieder mal ein neues Level erreichen. Mensch, was hat denn ich immer für ein Glück? Nun ja, ich werde jetzt erstmal eine Nachtpatrouille machen. Soll heißen, 5 Uhr morgens und die Steit bleibt stehen. Oh Mann, ja. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, Leute. Die Scheit. Ja, die Scheit ist halt eben 5 Uhr morgens und die wird sich auch nicht weiter bewegen. Mein Grund ist eher, weil ich ein paar Bordsteinschwalben noch finden möchte, aber nicht denen Strafzettel zu geben, sondern eher mal noch klein wenig diesen Service in Anspruch zu nehmen und danach sie zu verhaften. Um danach mal klein wenig komisch zu wirken. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Ich glaube, der Typ ist ja von hier dann runtergerannt und ist zu schnell gewesen und ist dann hier komplett runtergeflogen. Nett. Normalerweise, wenn Leute da runterfliegen, brechen sie ihr Genick. Hold your mama, Junior. Ich bin mir sicher, dass ich es falsch verstanden habe. Request prisoner transport. Und kriegt natürlich einen Crash. Hallo Crash, wie geht's uns so? So Leute, willkommen zurück. Ja, schön zu sehen, dass mein Spiel langsam wieder diesen Trend anfängt. Ich habe irgendwie schon gehofft, dass es jetzt endlich vielleicht aufgehört hat, aber ich hätte es wirklich besser wissen müssen, ne? Weil das Spiel, naja, wie gesagt, wechselt bei mir sehr gerne mal die Trends. Und ich bin vor nicht ohne Grund um diese Uhrzeit noch unterwegs. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt wirklich noch erwähnt habe, bevor es sich aufgehängt hat. Weil, es sind jetzt schon ein paar Stunden vergangen, weil ich habe jetzt erstmal ein bisschen rumgeflucht. Es musste so... ja, scheiß Sophie, die muss ja sowieso nicht mehr, naja. Ey, Lady, bitte geh weg. Upsi, tut mir leid, meine ich nicht so. Also, dadurch, dass denen noch nicht aufgefallen ist, dass hinter denen, ein Polizeifahrzeug, naja, fährt, kann ich ja mal gucken, wo sie hinfahren. Aber vielleicht ist es deswegen denen nicht aufgefallen, weil Liberty City, glaube ich, nicht viel mit Boston zu tun hat. Aber hey, ich meine, ich glaube, Boston und New York sind jetzt nicht so allzu weit entfernt. Wenn man jetzt zum Beispiel mal, naja, als Vergleich nimmt, was weiß ich, Las Vegas und Miami. Die sind deutlich weiter voneinander entfernt. Oh Gott, mein Deutsch. Nun ja, ach, wisst ihr was, ich halte die jetzt schon an. So, immer mit der Ruhe. Ich habe euch noch nicht beim Akt gesehen, aber dadurch, dass ich mir nicht sicher bin, was zum Teufel ihr mit ihr vorhabt, frage ich mal lieber nach. Also auf jeden Fall... Was zum Teufel? Okay, der Typ hat schon mal eine Waffe. Der Typ war unbewaffnet und... Scheiße, das war ein ganz kleines Massaker. Nichts gibt's hier zu sehen. Es war hier alles ein Unfall, okay? Das Sätze, was ich hier gebrauchen kann zur Zeit. Bleibst du jetzt tot? Ey, ich meine, oh mein Gott, wer schießt hier die ganze Zeit? Ach, wisst ihr was, Leute? Ich habe noch gerade eben was vergessen, ja. Wisst ihr was? Ich guck mal ganz kurz nach. Ambulanz, wo hätten wir es denn hier?
So, geben wir denen einfach mal einen Tipp. Scheiße. Oh Mann, die können voll wirklich froh sein, dass ich, nun ja, jetzt nicht noch die töten wollte, weil Leute, so viele Augenzeugen kann ich wirklich nicht gebrauchen. Ja, ich weiß, ich bin ein hervorragender Polizist, aber was soll ich sagen? Es kann der Karriere wirklich sehr schaden, wenn dann irgendwann mal der Chef rausfindet, dass man unnötig 3 Leute erschossen hat mit einem 16. Nun gut, 2 wollten mich erschießen oder meinen Kollegen, aber ja, der dritte war jetzt schon ein klein wenig nicht so notwendig, aber wisst ihr was, vergessen wir einfach diesen Notfall und halten mal ein Taxi an, der gleich wieder fliehen will. Mensch, ich dachte eigentlich, wir sind schon längst darüber hinweg, dass versuchen, Fahrzeuge mitten... Okay, jetzt konnte ich schon fast nicht mehr den Satz richtig mehr gestalten. Und zwar, dass ein Hybrid versucht zu fliehen, oder der Hybridfahrer eher gesagt. Aber trotzdem. Ach, wisst ihr was, ich mach sogar das hier an. Ja. Weil vor mir ist gerade eben eine Blockade, die konstant weiterfährt, okay? Dagegen kann ich jetzt auch erstmal nicht zurück. Kann eigentlich mal Verstärkung rufen, so viel dazu. Newsberger, nein. Pursuit, ja. News and Police. Sind wir jetzt mal ganz standardmäßig. Was zum... Im Ernst, wie hat der Taxifahrer jetzt bitte denn das geschafft? Der hat doch nicht mal ein Oh Gott, Leute, mein Deutsch. Es verschwindet gerade eben. Und ich kann nichts dagegen tun. Na toll, ich werde nicht mehr rauskommen, oder? Klein wenig ausprobieren. Zum Glück, ich komme noch hoch. Wie sieht's aus? Wollt ihr den Typen festnehmen oder seht ihr ihn auch als... Oh, ja, okay. Ich mach's mal lieber jetzt nicht. So, komm schon. Hände hoch. So, ganz einfach. Ja, gar nicht. Du wolltest fliehen bei... Okay, vielleicht war es sogar gut. Man weiß so nie, Leute, aber trotzdem. Ich wollte ihm jetzt noch nicht mal einen Strafzettel geben. Gar nichts. Das ist ja das Beste dabei. Wo ist mein Kollege? Kollege? Ist er vielleicht noch da unten? Oh mein Gott. Darf das jetzt so... Der Typ weiß anscheinend noch nicht, dass ich hier ganz gemeingefährlich bin. Was zum Teufel? Kann ich euch jetzt vielleicht irgendwie helfen? Sehr toll. Den zweiten über... Nein, wisst ihr was? Ich hab die Schnauze voll, okay? Es ist einfach zu häufig passiert. Okay, es tut mir leid. Kann ich dir vielleicht irgendwie helfen? Okay, sehr gut. Er macht jetzt wenigstens das Richtige und rennt nicht weg. So. Request Personal Transport. Komm schon. Okay, dann eben nicht. Wie sieht's mit dir aus? Nein. Nein, nicht hinfallen. Wieder aufstehen und... Ich glaube, ich erspare mir gleich die Arbeit und hole mir auch noch gleich einen neuen Polizeikollegen. Weil das, das ist wirklich interessant, dass er da nicht mehr rauskommt. Aber okay, so. Kann ich vielleicht irgendwas tun? Leute, wundert euch am besten nicht. Ich habe jetzt klein wenig Zeit verbracht. Überfahr mich nicht. Und ja, es hat sich ein bisschen was zusammengestaut, aber ihr müsst wissen, so viele... tragische Unfälle, die passiert sind. Ich weiß nicht, ob ich das noch länger verkraften kann. Upsi, tut mir leid. Nein, ich cancel. Habe ich jetzt einen Hotdog bekommen, oder... Wisst ihr was, ist es doch gerade eben wirklich egal, oder? Ich werde jetzt mal ein Domestic Disturbance reinmachen und mich wundern, warum jetzt schon wieder das da ist. Okay, so. Drug Deal. Oh mein Gott. Also, ich muss ja wirklich hinzufügen, ich habe jetzt wirklich gar keine Ahnung, wo Boston liegt, zumindest in welchem Staat. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da wirklich das Nummernschild dazu passt, Massachusetts. Aber okay, ich meine, wenn es Boston wirklich darin liegt, dann sehr toll. Ich habe es nicht gewusst. Oh Gott. Bitte lasst mich in Ruhe mit diesen komischen rotfarbenen Felgen, okay? Vor allem zu einer... Okay, es tut mir wirklich schon leid, aber trotzdem. Das geht nicht. Okay, RCPD, don't move. Oh, nee, Boston PD, tut mir leid.
beide haben eine Waffe gezogen, also mussten jetzt beide sterben. Na, kann man überhaupt einen Leichenwagen rufen? Ach, wisst ihr was? Ich bin so nett und rufe die ganze Zeit einen Krankenwagen. Ey, Civilian? Das waren zwei bewaffnete Arschgeigen, die mich erschießen wollten. Okay, das ist jetzt meine Bezeichnung dafür, aber trotzdem. Ach, wisst ihr was? Ich fand dieses Drogenviertel... das Duttenviertel eigentlich viel mehr unterhalten, also fahre ich doch mal dort wieder hin. Dass ich vielleicht dort wieder ein paar Bordsteinschwalben kriege. Aber jetzt dadurch, dass ich gar keinen Partner mehr habe, weil der in so einem komischen Loch festgehangen ist, ja, habe ich ja wirklich jetzt Freigang und kann, bevor ich die jetzt verhafte und den Strafzettel aufbuße, kann ich wenigstens noch klein wenig den Service benutzen. ich sage jetzt nicht dazu, was ich gerade eben gedacht habe, was dieser Typ vom Bürgershop war, okay? Weil hätte ich jetzt nicht genau hingesehen, wäre da wirklich was ganz Peinliches passiert, sage ich es mal so. Wie viel Uhr ist es eigentlich gerade eben? 21:01 Uhr. Eine nette Uhrzeit eigentlich. Ob jetzt vielleicht welche da sind? Ich frage mich das schon ein klein wenig. Aber wenn sie nicht da sind, dann müssten eigentlich normale Zivilisten dran stehen. Nein, das wollte ich nicht zulassen. So, sehr... Scheiße. Aber hättest du vielleicht... Nein? Okay, cool. Oh, sie lebt noch, ja. Oh, die kann nur gerade laufen. Du willst mich doch verarschen. Ich brauche jetzt erstmal ein Köderfahrzeug, okay? Ich glaube, das wäre jetzt erstmal... Ja, hilfreich. Mara, ja, sehr gut, da steht sogar ein SUV. Dann werde ich bestimmt nicht so ganz auffallen. Und dadurch, dass ich eine Polizeiuniform anhabe, nun ja, wird sie sicherlich wahrscheinlich denken, dass ich gerade nur, privat unterwegs bin. Obwohl, ja, ich glaube, das könnte man sogar abkaufen. Ich bin mir nicht sicher. Du hast nicht gesehen, wie ich gerade eben hier ein SUV geklaut habe. Wow, das hätte ziemlich in die Hose gehen können. Obwohl, ich kann eigentlich... Ich brauche hier eine gute Musik. Eine sehr gute. Nein, eine... ja, jetzt schon viel besser. Oh, hey! Oh, sie akzeptiert sogar. Oh, Big Boy, ja, das gefällt mir, schnell rein mit dir. Vielleicht versuche ich dieses Mal keine Bordsteinschwalbe im Wasser zu ertränken, indem ich... Ein... Was? Was? Okay, wisst ihr was? Jetzt mache ich erstmal Fernlicht an und danach das. Nein! Ich habe hier was ganz Wichtiges zu tun. So, ja, schon viel besser. Oh Gott, dieses Elend ist nicht zu ertragen. Okay, oh Gott, ich darf nicht hingucken. Ich tue es für das Gesetz, ich tue es... Okay, ich tue es eigentlich gar nicht, doch, ich tue was, wisst ihr was, scheiß drauf. Ah, ja, das muss ich jetzt einfach mit anhören. Come on, baby. Come on, baby. Come on, baby. I'm going into orbit now. Ja, schieß dich danach raus. Was? $70? Nein, das soll ich niemals akzeptieren. Tut mir sehr leid, Leute, aber ich habe hier einen Ruf zu verteidigen. Und zwar der, der niemals existiert hat. Vielleicht würde ich das sogar tun. Oh mein Gott. wie es aussieht, hat mein... Scheiße. Wie es aussieht, hat mein Plan wohl funktioniert. Das Gesetz hier zu vertreten und nicht irgendwas nicht Legales zu tun. Wow, das wirklich präzise Augen. Wow, mein Aim! Mein Aim! Das ist wirklich unglaublich. Nun ja, ich habe hier wirklich nicht irgendwas... Naja, ach, wisst ihr was, überspringt mir diesen Scheiß einfach. Es ist nie was passiert. Leute, ihr müsst wissen, das, was ich gerade eben getan habe, das habe ich bloß für das Rechtssystem gemacht. Damit ich mal sagen kann, das ist nicht gut. Ich weiß, es ist eine schlechte Ausrede, aber sei doch mal wirklich drauf geschissen. Und ich habe mir jetzt total nicht eine Sniper gecheatet oder so. Und ich habe auch total nicht hier einen Trainer. Ja, ja, ja. Wo ist da nicht mein SUV?
Also, normalerweise ist es ja so, wenn ich ein Polizeifahrzeug spawne bei diesem Mod, dann bleibt es auch da. Oh. Ja, denen zwei will ich doch gerade wirklich helfen. Aber das hier, was ich gleich tun werde, ist, ja, undercover. Bin mir noch nicht mal sicher, ob ich die anhalten kann. Ich glaube eigentlich nicht. So, komm schon. Ah, geht nicht, sehr toll. Lalalala. Obwohl, nein, ich werde zu nett sein und jetzt mir wieder ein SUV. Obwohl, geht es überhaupt? Ja, scheiße, ich glaube, das geht gar nicht. Na, scheiße, ich wollte mir jetzt eigentlich bloß wieder ein SUV holen. Problem nur, der spawnt gerade eben nicht wirklich. Und das nächste ist, ja, bei der Polizeistation gibt's den nicht wirklich und ich kann auch dort nicht spawnen lassen. Wie hieß er denn nochmal? Paul Patriot, wo bist du? Okay, hier, sehr gut. Nein, das soll ich bestimmt nicht aktivieren. Aus. Danke. So, sehr gut. Nein, Leute, ich werde jetzt bestimmt nicht in First Person rumfahren. Ich werde warten, bis ich mal wieder einen ziemlich geilen Innenraum kriege. Es gibt ein paar Mods, wo es wirklich geil aussieht, aber bis jetzt heißt es erstmal Third Person oder wie auch immer. Ich muss einfach diesen Van hier noch an. Nein! Ja, sehr gut, sehr gut. Kann mich eigentlich nicht daran erinnern, dass die hier gespawnt wird. Vor allen Dingen auf der Bank mit einer. Komm schon, Hände hoch. Okay, bis später. War ja wirklich nicht wichtig oder so. Ah, ich dachte gerade eben, das ist die ZR1, aber der Innenraum von dem Fahrzeug ist eigentlich auch ziemlich gut, aber der beste Innenraum in dem Spiel, glaube ich, hat entweder der Hammer H2, den ich hier drin habe, oder ich glaube, der Bentley war es. Ich bin mir aber nicht sicher. Aber es gibt schon einige, die einen ziemlich guten Innenraum haben. Problem ist halt eben nur, die verbrauchen ziemlich viel MP. Und ich werde immer noch nicht schlau daraus, warum da, ja, ein Error. Egal. Wisst ihr was? Ich werde jetzt noch hier ein bisschen rumgehen und ich sehe euch mal gleich wieder.